der Ausstellung Abstraktes und Architektur, also Architektur Abstraktionen von Berthold Christian Schwanzer. Er ist heute hier Künstler, er ist aber auch Besitzer des Modulverlags und Galerist. Sein Vater, Karl Schwanzer, ein bekannter Architekt aus Leidenschaft, hat ihn schon zeitig zusammen mit seinem Bruder an Kreatives herangeführt. Er hat aber auch erkannt, dass der Berthold ein großes Talent hat für kaufmännische Bereiche. So ist es nicht verwunderlich, dass gerade der Berthold es war, der nach dem frühen Tod des Vaters die finanziellen Belange des Architekturbüros übernahm. Berthold blickt aber auch auf eine 40-jährige Karriere als freier, selbstständiger Werbeberater. Ich muss leider korrigieren, ich habe gestern im Statistik Austria Notiz bekommen, 41. Es wäre keine Rede, oder Berthold nicht was korrigieren, das finde ich auch gut so, das lockert wenigstens auf. Also 41 Jahre, er ist diplomierter Werbekaufmann und Diplomkaufmann. Er ist Magister und Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Zweifach ist er ausgezeichnet als erfolgreicher Unternehmer, hat den Sallinger Fondspreis sogar verliehen bekommen und letztes Jahr die Ehrung, das goldene Ehrenabzeichen des Landes Wien für die Archivierung des geistigen Vermächtnisses seines Vaters. Ja, Abstraktion und Architektur ziehen sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Und damit meint Berthold Schwanzer nicht nur die abstrakten Gemälde, sondern er geht auch von dem abstrakten Denken im kreativen Prozess aus. Das sich dann wiederum in ein abstraktes Konstrukt endet wie eine Zeichnung eines Planes. Ein Architekt zeichnet einen Plan und das ist eigentlich ein abstraktes Konstrukt, aus dem dann erst ein realistisches Gebäude wieder entsteht. Der Berthold hat aber diesen kreativen Vorgang noch einmal umgedreht, indem er sich von einem fertigen Bauwerk inspirieren ließ und dazu abstrakte Gemälde schuf. Die sind nach dem Guggenheim Museum von Frank Gehry in Bilbao entstanden. Aber auch in seinen pointillistischen Werken sieht man, dass sie von der Ferne sehr realistisch wirken, doch wenn man nahe herantritt, ist es ein Wirrwarr an kleinen abstrakten Punkten, die sich ja später zusammenfügen. Es ist Pointillismus, es ist nicht fassbar. Und dieses Nicht-Fassbare geht sogar in die Idee über im neuen Führer. Es gibt einen neuen Ringstraßenführer. Berthold hat verschiedene Führer rausgebracht, zur Höhenstraße, es gab schon einen ersten Ringstraßenführer, aber jetzt gibt es einen neuen, einen historischen, der besteht aus Postkarten und die Postkarten sind allesamt aus dem Jahre, rund um das Jahr 1900 aufgenommene Fotos. Sie sind Zeitdokumente, aber sie scheinen uns doch so surreal, so nicht greifbar, eben aus längst vergangenen Tagen. Und wer könnte nicht besser über die Vergangenheit spreche als ein Historiker und insbesondere ein Historiker, der selbst maßgeblich an der Entstehung dieses Ringstraßenführers mitwirkte. Darf ich Sie, Herr Dr. Gangemeier, bitten, uns jetzt ins Jahr 1900 zu führen? Ja, herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe die Ehre und die Freude, Ihnen einen Ringstraßenführer zu präsentieren aus einem Verlag, der schon wirklich bekannt ist dafür, sensationelle Führer zu, Sie haben schon gesagt, zur Ringstraße, zur Höhenstraße, zur Kapuzinergruft auch zu machen. Und ich habe hier in meiner Hand, hier, mache ich das ganz kurz, etwas ausgedruckt. Das ist genau vor 30 Jahren erschienen. Das war nämlich der erste Ringstraßenführer. Und was Sie hier sehen, war nämlich, also nicht im Original, das ist ja wohl größer gewesen, war eine Werbung in der Straßenbahn. Vielleicht kennen Sie noch einige dieses Format, wo es in der Straßenbahn auch gehangen ist. Und was Sie hier sehen, ist, dass es mit der Oper auch begonnen hat. Und der Ringstraßenführer, den wir jetzt auch produziert haben, hat sich sehr an diesen auch angelehnt oder wollte sich anlehnen. Sie müssen sich vorstellen, es war sehr innovativ, vor 30 Jahren überhaupt einen Führer zur Ringstraße zu machen. Es war einer der ersten handlichen Führer, den man mitnehmen konnte, mit dem man die Stadt auch erkunden konnte.
Und für das war der Modulverlag wirklich federführend und das war großartig. Bertolt Schwanzer wollte eine Neuauflage von diesem Führer und so haben wir auch lange diskutiert, wie sinnvoll das ist in der heutigen Zeit, wo oft es wichtiger ist, weniger Informationen, aber dafür mehr Bilder zu bringen, wo sich Menschen mit Smartphones informieren über Gebäude. Und so haben wir uns überlegt, wie könnte man etwas schaffen, was ein bisschen anachronistisch wirkt, dass man eine Reise auf die Ringstraße macht. Wir alle kennen Wien, wir kennen die Architektur, wir kennen die Bauwerke, wir kennen die Kultur und die Geschichte. Aber es gibt kaum eine bessere Straße als die Ringstraße, wo man einen Spaziergang wagt und eintauchen kann. Und wenn Sie jetzt schauen, ist hier jetzt, ja danke, ist hier jetzt ein kleines handliches Buch entstanden, beginnt natürlich auch wieder mit der Oper. Und Sie werden dann sehen, das zieht sich durch. Es sind 24 Postkarten. Jetzt werden Sie sich denken, Postkarten. Passt es in unsere heutige Zeit? Wo ist das Moderne? Wo können wir eben etwas übersetzen? Und dann sehen Sie, dass da plötzlich QR-Codes dabei sind. Wenn Sie da schauen, sind QR-Codes. Und wenn Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen, kommen Sie automatisch auf Google Street View und Sie können schauen, wie das heute ausschaut. Das heißt, Sie haben plötzlich einen Blick auf die Ringstraße um 1900. Sie können sich die Bauwerke von damals anschauen und können aber zugleich auch in die heutige Zeit wechseln. Und noch wichtiger ist, auch die Chronologie zu verstehen. Zuerst natürlich eine kurze Einführung auf Deutsch und Englisch, was ist die Ringstraße, es muss gar nicht zu lang sein. Und dann beginnt es mit der Oper, so. Also mit der darstellenden Kunst. Und wir gehen den Ring ringwärts, also genau wie die Einbahn ist. Das ist wirklich etwas gewesen, was sehr schwierig war. Finden Sie einmal 24 Fotos um 1900, die alle die gleiche Blickrichtung haben. Denn es geht darum, genau den Ring entlang zu gehen. Und dann gehen wir da weiter. Und wo endet es? Bei der bildenden Kunst. So soll es sein. Es soll ein Überblick über die komplette Ringstraße sein. Und Sie wissen, zu so einem Produkt, da gehören ganz viele dazu. Der Mut und auch die Beharrlichkeit von Dr. Schwanzer, so etwas auch in das Verlagsprogramm aufzunehmen. Natürlich das Lektorat von der Frau Heisler, von der Frau Neutrat, natürlich die Übersetzung ins Englische und von der Frau Ritter natürlich die Schaffung eines wunderbaren Folders, also eines Postkarte dazu. Und Sie sehen, das Ganze ist ein Gesamtprodukt und Sie können damit jetzt um 1900 in einer Stadt wandern, aber zugleich in der Jetztzeit mit Ihrem Handy schauen. Und ich lade Sie ein, gehen Sie auf Entdeckungsreise. Ah ja, Entschuldigung, eins habe ich noch vergessen, natürlich die Firma Piacek, der Ingenieur Wexberg ist auch da, natürlich ein großartiger Druck, das braucht es natürlich auch, also natürlich, es tut mir leid, aber das ist ja ganz klar, ohne Drucker funktioniert es auch nicht. Und es ist wunderbar, dass man natürlich eine Wiener Druckerei für so ein Produkt auch finden konnten. Ja, und ich würde sagen, die Eröffnung überlassen wir jetzt dem Meister. Ich kann gar nichts mehr sagen, weil das war so viel, dass ich eigentlich sagen muss, ich habe einen Durst und wir werden ein Glas trinken.